Ach, uff, ja, ja. Keine Kosten und Mühen gescheut hier. Da ist er. Da ist er. Jetzt ist soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Naja. Weiß nicht, ob das Ding so wächst, aber... Ob der wächst? Ja, ob er so wächst in der Farbe. Ja, aber sicher doch. So wächst er auf jeden Fall. Und in der Natur. In der Natur, wow. Ein pures Farbspektrum. Ja, super. Das heißt, fällt auf jeden Fall auf. Er fällt auf und ich glaube, jetzt wird Zeit für ein bisschen was Weihnachtliches, was wir hier einfach mal versuchen zu fabrizieren. Ja, mal gucken, ne? Jetzt auch noch schnell umgezogen, damit wir so richtig schön weihnachtlich hier rein haben, unsere Beleuchtung angemacht. Also wir sind bereit für was Weihnachtliches und wir trauen uns jetzt mal was. Ein Video, wo wir am Ende nicht wissen, ob das überhaupt was wird. Das werden wir dann sehen, ne? Würde ich sagen. Genau, weil wir wollen Vanillekipfel produzieren. Ja. Und wir haben normalerweise, also deine Mama hat ein Rezept dafür, aber wir waren vor kurzem mit zwei lieben Freundinnen in Hamburg in der Speicherstadt und bei der Kaffeerösterei haben wir etwas entdeckt und haben gedacht, das probieren wir mal. Und zwar ist das hier so ein Glas, eine Backmischung, genau, für Vanillekipfel. Es braucht zwei Zutaten dazu, neben dem ganzen Zucker und Mehl und was alles hier drin ist. Das ist nämlich ein bisschen Butter und ein Eigelb. Ja, und natürlich eine Schüssel, das ist klar, denn wir müssen die auch irgendwie machen. Und nichtsdestotrotz, wir brauchen ja auch den Omnia, den natürlich nicht zu vergessen. Genau, weil wir versuchen tatsächlich, diese Vanillekipfel im Omnia fertig zu machen. Absolutes Neuland für uns überhaupt. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Ne? A, Backmischung, A, das. Aber es war auch ein Wunsch von euch, wenn wir mal etwas nicht hinbekommen. Auch das sollen wir euch zeigen. Noch wissen wir es nicht. Für uns wird es eine Überraschung. Ihr habt schon gelesen. Ihr wisst also wie immer mehr als wir. Mhm. Aber so ist das. Und in diesem Sinne denke ich mal... Fangen wir mit dem Teig an. Genau, legen wir los. Den kneten wir jetzt schön. Und dann heißt das... ja, müssen wir noch mal lesen. Aber ich glaube, dann heißt das... Kugelnform. Ich kugel mich vor Lachen. Aber Kugel bleibt ja nicht, sondern wir wollen dann natürlich auch so eine. Ja, willst du jetzt noch mehr labern oder wollen wir jetzt anfangen? Wir fangen an. Ja, wir fangen an. Das ist ein Smoothie. Das ist nicht nur Smoothie, das ist eine Labertasche. Du erinnerst mich an Barbe. Tja, so ist das. Brauchen wir eine rosa-rote Brille noch? Nein, brauchen wir nicht. Wie immer hat uns so ein bisschen der, ich sag mal, das Aussehen gelenkt, nicht? Also wir hatten gedacht, ach cool, das ist ja mal was Besonderes, meine besondere Idee. Ist jetzt nicht so, dass wir keinen Teig oder kein Rezept für Vanillekipfel haben. Den haben wir euch auch übrigens verlinkt oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt auf unserer Webseite dazu. Kekse machen ist egal mit welcher, ist ja eh immer gleich und von daher ist das gar kein Problem. Denke ich, wir haben da verschiedene Rezepte, ne? Marcel. Ja, wir wollen das Zeug jetzt erstmal hier aufmachen. Das ist ja wie so eine schöne von früher so Oma, wenn die was eingekocht hat oder so, ne? Ja, schon toll. Hat schon was. Deshalb steht auf dem Glas auch vorne weg. Es wurde typisch eingeweckt. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt. Denk daran, was da in dem Rezept drin steht. Nicht, dass du es falsch machst. Ja, in dem Rezept steht, dass man das Ganze unterrühren soll. Und zwar Butter und Eigelb noch dazu. Ja, und dann heißt das die ganze Flasche da mit Inhalt da rein. Ja, Teig schön durchkneten. Dann heißt es Kugeln formen und daraus so im Handballen sozusagen dann so wie... kleine Streifen bilden, sodass es Kipfel geben, also Sicheln. Ja, dann müssen wir das mal ausprobieren. Erstmal gehen da 140 Gramm Butter rein und ein Eigelb. Das werden wir also trennen. Kriegen wir gleich hin. Muss ich also mir erstmal noch was anderes besorgen.
So, ich habe es jetzt erstmal hier einmal aufgeschlagen, habe mir eine Tasse organisiert. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Dann kann das schön abtropfen, weil wir brauchen ja nur das Eigelb. So, sieht das doch schon ganz gut aus. Einmal Eigelb. Mit dem Eiweiß kann man natürlich auch noch so mit ein bisschen Zucker zusammenmischen und dann solche, wie heißen die denn? Baisers. Baisers machen, genau. Also die könnte man theoretisch, ja, weiß ich nicht, ob man die auch im Omnium macht. Das wird wahrscheinlich zu heiß sein. Aber ja, zu Hause auf jeden Fall würde das machbar sein. So, das kann erstmal an der Seite. Das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen jetzt noch 140 Gramm Margarine. Und das mache ich jetzt so ein bisschen Pi mal Auge. Pi mal Daumen. Mit einem Messer hole ich das jetzt da raus. So, 400 Gramm haben wir da. Na dann. Und dann heißt es den Rest hier rein. Das ist ja eigentlich mal sehr einfach gemacht, ne? Aber naja, gut. Ist jetzt normalerweise nicht ganz so meine Art, aber ja, okay, gut. Sehr einfach. Das zu dem Thema. Dann gucken wir mal. Das krümelt sich da also raus. Okay, naja, dann ruckeln wir da halt mit dem Messer erstmal drin rum, holen das ganze Zeug erstmal raus. Schön sah es ja am Anfang aus, aber jetzt wird es natürlich vermischt. Vermischt sich jetzt. So. Schon interessant. Also ich habe das auch noch nie so gemacht, aber ist mal was anderes. Ja. Oh, das sieht doch schon gut aus. Ich glaube, ich habe alles jetzt hier draus. Na dann, kneten. Dafür gehe ich jetzt erstmal nochmal schnell Hände waschen. Kneten wir mal. Es wird jetzt natürlich erstmal eine Weile dauern, bis da hier ein Teig richtig schön draus entstanden ist. Mit jeder Küchenmaschine geht das natürlich auch. Aber ich weiß nicht, ob ihr unbedingt eine Küchenmaschine unterwegs mit habt. Wir wollen das ja ausprobieren, im Van zu backen oder im Wohnmobil halt zu backen. Und ja. Den Tisch habe ich natürlich vorher sauber gemacht. Ja, das wird schon. Ich habe mir was überlegt. Ich mache das einfach. Ich packe das jetzt hier auf den Tisch. Dann kann ich besser von oben kneten. Dann kann ich mich nämlich besser hinstellen. Dann habe ich da auch ein bisschen mehr Kraft da drin. Den schön zu verkneten. Na, das wird doch schon. Ein stabiler Tisch wäre ganz dann dabei gut, ne? Also ich kann euch sagen, Malibu hat einen stabilen Tisch. Funktioniert. Ja, noch. Eine schöne Teigmasse ist entstanden. Also, ne, ihr müsst da ein bisschen kneten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so 10 Minuten vielleicht dran gesessen, ungefähr. Und ja, das Rezept sagt ja, wir sollen kleine Kugeln entstehen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie klein diese Kugeln sein sollen. Weiß ich ja nicht so genau. Ja, wahrscheinlich so, dass du nachher, wenn du die Kipfel machst, dass sie auch in den Omnia passen. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich das wahrscheinlich etwas anders machen würde. Ich würde die gleich formen. Vielleicht macht man das normalerweise so, aber ich würde das jetzt schon mal gleich machen. So, schon haben wir den ersten. Sieht aus wie ein Bumerang. Ja, sieht ein bisschen nach einem Bumerang aus, nicht? Oh ja. Ist die Frage, kriegt man das alles gleichmäßig hin? Aber das ist jetzt auf jeden Fall Arbeit, Arbeit, Arbeit. So, ich probiere das jetzt so ein bisschen hier aus, die Dinger hier schon mal zu verteilen im Omnia, damit man ungefähr weiß, auch ob das von der Größe her hinhaut. Aber ich würde sagen, das geht ganz gut. Schauen wir mal. Das wird sowieso nicht einmal backen erledigt sein. Da muss man natürlich schon zwei, dreimal
bestimmt oder 4-5 Mal vielleicht. Mal abwarten, wie oft wir das jetzt sozusagen brauchen. Mal gucken, in welche Richtung. So. Ja, naja, das ist jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber kriegen wir schon hin. Vielleicht, wenn das funktioniert, das ist die große Frage aller Fragen, wie gesagt, wir wissen es ja nicht, ist das vielleicht auch so eine schöne Aktion, mit anderen Vans zu sammeln? Ja, auf jeden Fall. Denn das ist ein großer Teig. Klar, da sind jetzt, das muss ich kurz gucken, der Mann macht das ja immer so unterschiedlich. Das sind jetzt 7 Stück, die da drin sind. Wahrscheinlich 10 Stück. Ja, wenn dann jeder 10 Stück daraus macht, ja, dann sind das 5 für einen. Für, das kann aber eine schöne Gemeinschaftsaktion einfach sein. Vielleicht macht das nach oder ihr macht halt eine andere, also eigene Vanillekipfel. Denn eins können wir sagen, was wir nämlich nicht bei haben, sind 2 Zutaten, die man nämlich theoretisch noch brauchen würde. Die haben wir nämlich glatt vergessen zu kaufen. Ach so. Das ist nämlich einmal eigentlich nur Vanille. Nur eine. Vanillezucker oder halt Puderzucker. Beides haben wir leider nicht an Bord. Das bräuchtet ihr entsprechend auch, weil das muss ja danach noch bestäubt werden. Ja, Vanillezucker haben wir. Wir haben Vanillezucker? Wo sollen wir Vanillezucker haben? Da oben. Ja, Tatsache. Ach so, wir sollen es in Vanillezucker wälzen. Naja, dann ja. Das ist ja kein Problem. Na, das haben wir. Ach, ich dachte Puderzucker, weil wir machen es ja immer mit Puderzucker. Deswegen. Ja, deshalb. Haben wir Vanillezucker? Ja, natürlich. Tatsache. Na, Tatsache, ne? Mensch, also das braucht er auch. Ja, das alles ist da. Also der Smoothie, der muss das noch lernen, aber ja. Ich habe es nicht richtig gelesen, oder ja. Er hat es wie immer nicht richtig gelesen. Weil ich gedacht habe, naja, ist ja wie zu Hause auch, wird ja mit Puderzucker gemacht. Genau. Okay, du hast recht. Ich muss ja auch mal Kritik dann in anderer Weise geben. Hm. Du hast recht, weil normalerweise war Sinn und Zweck von Buggys Kombüsenstudio Sachen machen wie zu Hause. Ja. Ja, hast dich ja richtig. Hat er sich mal wieder rausgeredet, der Bengel. Gut. Dann würde ich sagen, da passt keiner mehr rein, ne? Ja, einer geht jetzt noch und so dann, Mini, ne? Genau, und dann geht das jetzt gleich auf den Ofen und dann wollen wir mal gucken. Da sind wir echt gespannt drüber. Da das jetzt hier so ein Rezept von zu Hause oder für zu Hause ist, Umluft soll er bei 170 Grad und im normalen Backofen Ober-Unterhitze wird das wohl sein, soll er bei 190 Grad. Ja, das muss man natürlich jetzt ein bisschen ausprobieren, ne? Wir werden dann immer mal gucken und so weiter. Ich hau das Ding jetzt erstmal an. Und dann gucken wir mal, wie lange sowas braucht. Ich werde es auf jeden Fall erstmal ganz, ganz klein backen lassen. Also einmal kurz, ich sag mal, es dürfte sehr schnell gehen, dass wir 75 Grad haben oder so und dann ziemlich schnell runterdrehen. Ja, in der Zeit mache ich jetzt hier weiter. Die anderen, weil ich habe ja noch ein paar vor mir. Und wieder kommt der Kritiker ins Bild. Nein, der hat nicht nur Kritiker, ist so eine Idee. Weil ihr wisst, die ersten werden doch eh nichts. Das werden wir sehen. Da ist es so schön, die ersten werden nie was. Deshalb, das ist wirklich das erste Mal, dass wir das austesten. Ihr seid fast live dabei. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was das wird. Was wir euch nicht sagen können, was natürlich alles Inhalt in dieser Backmischung ist. Deshalb guckt einfach mal auf den Rezept. Stehen da die Inhaltsstoffe? Guck mal, lies mal ab. Das sind die Nährwertangaben. Was, ach so. Was ist mehr die Nährwert? Ich dachte. Naja, okay, gut. Gut. Also wie viel Zucker kann ich euch schon mal sagen bei 100 Gramm? Wird ja, einiges. Auf jeden Fall 25 Gramm. Naja. Also viel Zucker ist da drin. Es ist eine Backmischung aus Ibbenbüren. Und ja, wie gesagt, wir haben es ausprobiert, wir haben es gekauft, weil es uns gefallen hat. Ob es dort wird oder nicht, das sagt uns gleich, wenn wir dieses Ding aufheben. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten. Ja, ich würde sagen, die erste Runde ist durch. Ich habe hier schon fast alles fertig. So ist es nicht. Also es dauert dann auch so ein bisschen. Von unten sind sie relativ schön dunkel. Also ruhig ein wenig dunkel geworden. Die müssen natürlich jetzt abkühlen. Das ist klar. Dass die natürlich nicht so extrem dunkel werden, ist klar. Sie bleiben also etwas heller. Wir gucken mal, wie die nächsten so aussehen, wenn der Backofen erstmal so richtig schön, ich sag mal, auf Touren gekommen ist, heiß geworden ist. Dann haue ich da jetzt gleich die nächste Fuhre rein. Tauschen wir einmal. Also es riecht auf jeden Fall hier nach Kekse. So viel kann ich sagen. So. Oh. Da war ich zu elanvoll. So. Die nächste Fuhre darin.
Also wie ihr seht, Stefan nutzt dazu eine Zange. Das ist immer gut, die dabei zu haben, weil jetzt den Omnia-Grill anzufassen, das wäre ein bisschen zu heiß. Die nächste Fuhre ist gestartet. Wir werden jetzt mal so ein bisschen die Zeit stoppen. Also es ist jetzt 17 nach. Dann gucken wir mal, wie lange das sozusagen braucht. Ich mache jetzt hier weiter. Übrigens, je mehr ihr hier diese Dinger macht, umso gleichmäßiger werden sie natürlich. Hat man dann irgendwann Übung drin. So ist das. In dem Rezept stand natürlich noch drin, dass man das gleich in Vanillezucker sozusagen eintauchen soll. Vielleicht macht man das dann besser gleich, wenn es aus dem Ofen raus ist. Ich mache das jetzt hier nachträglich sozusagen noch. Sie sind noch leicht weich. Ich denke mal, darum geht es nämlich. Sie sollten nämlich noch ein bisschen weich sein, damit das der Zucker auch haftet. Naja, also versuchen wir es gleich nach dem Backen das nächste Mal. Was soll man sagen? Wir nehmen jetzt die letzte Fuhre Kekse raus. Da sind sie. Das sieht soweit ganz gut aus. Eine Sache muss ich dazu sagen. Es sind halt nicht unsere Kekse. Also unser Rezept. Aber Kekse im Omnia, Daumen rauf, funktioniert. Und wenn man sie ein bisschen dunkler haben will, kriegt man sie auch ein bisschen dunkler hin. Sieht man hier ganz gut. Aber man muss so ein bisschen natürlich aufpassen, dass man die Silikonform nicht beschädigt. Denn wenn man das zu heiß macht, dann kann natürlich auch eine Silikonform kaputt gehen. So, wird das nochmal schön untergerührt. Und sie sind auch schön krümelig, ne? Würde ich sagen, Marcel. Ach, du hast noch gar kein Mikrofon. Setzen Sie sich. Na dann. Damit der Kritiker vom Herrn jetzt dazu einfach kommt. So einfach ist es. Also Stefan hat schon gesagt, also was würde ich ändern als erstes? Ich würde statt Vanillezucker hätten wir wahrscheinlich Puderzucker genommen. Ja. Wenn schon diese Backmischung. So wie wir das auch kennen. Und sie sind halt schon besonders. Sie schmecken nicht schlecht. Das muss man nicht sagen. Nein. Aber wir sind vielleicht verwöhnt durch unsere Eltern, ne? Denn die Muttis machen halt die besten Plätzchen und Kekse, die es gibt. Ja, und der Teig davon ist natürlich ja lecker. Genau. Aber wir haben euch eins gezeigt, also wir würden sagen, es ist jetzt kein Flop. Nein. In dermaßen mit der richtigen, ich sag mal jetzt Backmischung, mit dem richtigen Rezept, mit den richtigen Zutaten kann das richtig was werden. Und selbst also im Van könnt ihr mit einem Omnia, es gibt noch andere, ich weiß, das müsst ihr aber austesten, wir können es jetzt nur mit dem Omnia sagen, Kekse und Plätzchen backen. Ja. Das heißt, eure Weihnachtszeit im Van einfach verschönert. Gerettet auf jeden Fall. Also man kann die halt wirklich, das ist wie Kekse dann, wenn sie im Prinzip ja jetzt hier so sind, da sind sie wie Kekse, ne? Also komplett wie Kekse, muss ich sagen. Lecker. Smoothie wird die Kekse dann jetzt einfach aufessen. Genau. Und dann würde ich sagen, habt ihr ein geiles Keksrezept, wo ihr sagt, das kann man mal ausprobieren, dann einfach rein damit in die Kommentare oder gerne per Mail an rezepte@buggies-kombüsenstudio.de. E-Mail-Adresse ist wie immer eingeblendet. Und ich glaube, jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit, die ja jetzt so richtig schön starten wird. Kommt gut dadurch und uns beide, den Kritiker und den Kombüsenchef, seht ihr schon nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, wieder hier auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Zu einer neuen Folge Buggies. Kombüsenstudio. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, ihr habt's geschafft. Making our Christmas memories. I've been working so much lately.